Jausen, Instagram hat ein neues Tool veröffentlicht, mit dem du deine Reichweite steigern kannst. Ich zeig dir gleich, um was es geht. Und bis dahin, komm schon mal rein in die Dang Gang bei Patreon. Dort bekommst du die ganzen Informationen immer früher. Meine Schuhe, die quietschen. Weißt du, was nicht quietscht? Die geölte Dang Gang. Hört sich komisch an, oder? Ja. Gebuttert? Besser? Nee, schlimmer. Ja, egal. Komm rein. Du stellst Fragen und ich beantworte sie. In der Frag den Dan Show. Es gibt eine neue Funktion bei Instagram, das sogenannte Kollaborationstool, Collaboration Tool, cool Tool. Mit dieser neuen Funktion kannst du gemeinsam mit anderen Creatern Beiträge veröffentlichen, beziehungsweise ein Creator, eine Creatorin veröffentlicht einen Beitrag und kann eine andere Person als Kollaborateur, hört sich an wie ein fucking Matt Damon Film, wo er ein Geheimagent ist, hinzufügen. Dieser Beitrag erscheint dann bei allen Kollaborateuren inklusive Matt Damon auf dem Profil und somit kann man gegenseitig Reichweite sammeln auf den Profilen der anderen. Und ich zeige dir jetzt, wie das Ganze funktioniert. Um die Funktion zu nutzen, gehst du einfach in dein Instagram rein, drückst auf das Plus, beziehungsweise dort, wo du die Beiträge veröffentlichst oder auch Reels, dafür geht das Tool nämlich auch, Stories noch nicht. Und ich drücke jetzt hier mal auf Beitrag, suche mir dann einfach mal ein Foto oder ein Video aus, was ich gerade so hatte. Hier ein Screenshot von dem Co-Autor einladen, so kann man das nämlich auch nennen, das Tool. Drücke jetzt hier auf Weiter. Wird nicht bearbeitet und jetzt habe ich die Möglichkeit, unter Personen markieren, nicht ganz normale Markierungen hinzuzufügen, sondern einen Co-Autor, eine Co-Autorin einzuladen. Und dafür nehmen wir doch einfach mal meine wertgeschätzte Kollegin, die hinter der Kamera steht. More like Jess. Jessie, ich füge dich mal hinzu. Kannst du mich dann auch adden, ja? Oder ja, nicht so irgendein so Bitch-Move machen und sowas und sagen, nee, wer will, der ist nicht einfach Dan. Okay, cool. So, jetzt fügen wir mal Jessie hinzu. Und wenn ich dann diesen Beitrag veröffentliche, ja, das mache ich jetzt einfach mal bei mir auf dem Profil. Vielleicht schaust du gerade in diesem Moment, während wir das Video aufzeichnen, auf mein Profil. Dann wirst du diesen Beitrag sehen. Drück jetzt hier mal auf OK. Drücke mal auf Teilen. So sieht der Beitrag jetzt aus, den ich geteilt habe. Ich sehe unten drunter, dass ich Jessie als Co-Autor eingeladen habe. Und jetzt gucken wir mal auf Jessies Handy, wie es bei ihr aussieht. Jetzt hat Jessie eine Nachricht bekommen und kann bestätigen, dass sie als Co-Autor hinzugefügt wird. Und jetzt gucken wir doch mal bei Jessie, wie das aussieht. Hier über dem Beitrag steht es einfach Dan und More Like Jess. Und jetzt können die Leute das bei ihr auf dem Profil sehen, aber auch bei mir auf dem Profil, können auf die beiden Profile klicken. Und wenn Jessie keinen Bock mehr drauf hat, ja, diesen Beitrag bei sich zu zeigen, hat sie die Möglichkeit, auf die drei Punkte zu gehen und auf nicht mehr teilen zu gehen. Und dann ist der Beitrag auch auf ihrem Profil weg. Jessie und ich können jetzt dann auch die Kommentare sehen von diesem Beitrag, können gemeinsam daran arbeiten und so kann eine coole Zusammenarbeit stattfinden. Zum Beispiel, wenn du mit Influencern arbeitest oder Cross-Promotion machst, mit Leuten aus deiner Nische zusammenarbeiten möchtest, nicht mit bezahlter Partnerschaft irgendwie oben, aber so habt ihr eben die Option, auf dem anderen Profil stattzufinden. Bei Instagram war es ja immer recht schwierig, also fast gar nicht möglich, Beiträge wirklich zu teilen, zwar per Privatnachricht, aber nicht bei sich auf dem Profil. Und damit macht es Instagram leichter, sich gegenseitig zu unterstützen, sowohl für dich als Unternehmen oder Marke interessant, wenn du mit Influencern oder anderen Marken zusammenarbeiten möchtest und auch für Einzelpersonen, die ihre Reichweite steigern wollen, indem sie ihre Sichtbarkeit auf anderen Profilen erhöhen. Bis dahin, komm rein in die Dang Gang, dort erfährst du immer als erstes, wenn was Neues rauskommt. Ich bin raus für heute, abonniere den Kanal. Jessie, noch irgendwas sagen oder lassen wir die Schuhe einfach reden zum Schluss? Lass die Schuhe reden.